Heute zeigen wir euch im Video die OMS-Beintasche, ideal zur Verwendung mit Nassanzügen. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute möchten wir euch die OMS-Beintasche zeigen, die ihr ideal verwenden könnt, wenn ihr keinen Trockentauchanzug tauchen möchtet, zum Beispiel im Urlaub, und trotzdem aber eure Beintasche, wie ihr sie vom Trockentauchanzug gewöhnt seid, verwenden möchtet. OMS hat hierzu eine Beintasche geschaffen, die ihr problemlos am Nassanzug tragen könnt. Wie ihr diese Tasche montiert, möchte ich euch kurz zeigen und danach schauen wir uns die Tasche im Detail etwas genauer an. Zur Montage verfügt die Bleitasche einmal über einen Gurt, mit dem ihr ihn oben am Harness der Backplate befestigen könnt. Ich weiß, es liegen hier sehr, sehr viele Bänder rum, aber das macht dann alles schon noch Sinn. Wir Tech-Taucher mögen eigentlich nicht 1000 Bänder, die irgendwo rumhängen können, aber der Kompromiss, glaube ich, den muss man hier eingehen, um mit einem Nassanzug wirklich eine komfortable Beintasche tauchen zu können. Auf der einen Seite wird die Beintasche hier am Harness eingehängt, am Hüftgurt der Backplate und hier unten mit zwei Bändern am Bein montiert. Ich zeige euch das mal kurz. Als Bein muss nun unsere Flasche dienen. Ihr legt die Tasche ums Bein. Und verschließt das Ganze mit der Halterung. Damit das auch etwas stabiler hält, wird das Ganze mit zwei Schnallverschlüssen befestigt. Durch die hier eingebauten Gummibänder ist das Ganze auch sehr flexibel und stört am Bein relativ wenig. Also auch wenn ihr Bewegungen macht, kann das System hier arbeiten und liegt trotzdem immer noch fest am Anzug an. Die Länge der Bänder lässt sich bequem über diese beiden Schnallen verstellen. Es ist auch genug Material vorhanden, sodass ihr es je nach Körpergröße, je nach Umfang des Oberschenkels bequem einstellen könnt. Natürlich spricht nichts dagegen, die Bänder auch zu kürzen, aber dann müsst ihr immer aufpassen, dass sie euch nicht ausfransen, indem ihr sie einfach nochmal umnäht, so wie es hier im Original der Fall ist, oder versucht, die Enden zu veröden mit einem Feuerzeug oder ähnlichem. Damit die Tasche aber dann nicht nur über diese beiden Bänder gehalten wird, ihr müsstet sie dann sehr festziehen, was durchaus unangenehm sein kann, müssen wir noch etwas Halt bekommen nach oben hin, damit sie nicht nach unten wegrutscht. Hierzu ist noch ein weiteres Band vorhanden, das ihr in der Länge einstellen könnt und somit hier den Hüftgurt eurer Backplate durchfädelt und damit hat die Tasche dann auch Halt von oben und kann nicht nach unten wegrutschen. Vielleicht ist aber gar nicht so schlecht, das eine oder andere Teil nur aus dieser Position gleich zu betrachten. Die Tasche verfügt hier über einen kleinen D-Ring, der eigentlich ideal ist, um sie zu öffnen. Das Ganze wird mit einem Klettverschluss verschlossen, sodass sie auch sehr praktisch im Wasser zu öffnen ist. Aber letztendlich kennt ihr das von den Beintaschen eines klassischen Trockentauchanzuges. Hier kommt auch schon gleich der erste Kunststoff-D-Ring. Dort könnt ihr ebenfalls Ausrüstung einhängen, damit man sie nicht verliert, wenn man im Wasser unterwegs ist. Von der Seite haben wir hier nochmal die Möglichkeit, ein Bungee zu befestigen, in das man dann weitere Sachen einhängen kann zur Sicherung. Genauso ist das auf der anderen Seite vorhanden. Für alles Weitere baue ich die Tasche jetzt nochmal kurz ab und dann schauen wir uns das Ganze noch ein bisschen von innen an. Die Tasche also nun jetzt noch einmal demontiert. Auf der Seite, wie vorher schon gezeigt, die Öse, um ein Bungee oder ähnliches daran zu befestigen. Auch unten verfügt die Tasche über eine Öse, über ein Loch, damit das Wasser, das in die Tasche läuft, auch wieder ablaufen kann.
Sie ist relativ breit geschnitten, sodass hier schon auch ordentlich was reinpasst. Ihr bekommt sicherlich eure Wetnotes, eure Backup-Maske und wahrscheinlich auch einen Alert-Marker und eine Spool dort unter, je nachdem, wie groß die anderen Dinge so sind. Eingebaut sind keine Bungees in der Tasche. Ihr müsstet euch also hier selbst noch eine Bungee-Schlaufe hineinknoten, um eure Dinge mit einem Bolt-Snap darin sichern zu können. Sie verfügt aber über eine zweite Tasche, sodass diese kleine Innentasche dazu geeignet ist, seine Wetnotes zu verstauen und alle anderen Dinge vorne in den großen Teil der Tasche. Der Vorteil dieser zweiten Tasche ist immer, dass man die Wetnotes so relativ leicht wieder in die Tasche zurückpacken kann, indem man sie einfach an das Bein drückt und dann in die Tasche steckt und nicht durch den ganzen Kuddelmuddel, der hier durch Backup-Maske, Alert-Marker, Spool oder was sonst noch drin ist, entstanden ist, durchschieben muss. Diese Trennung macht immer sehr viel Sinn in einer Tasche. Das war's dann auch schon zum Innenleben der Tasche. Geschlossen wird die Tasche durch einen sehr breiten Klettverschluss, der das Ganze auch sehr gut und sicher zuhält. Nochmal kurz zur Rückseite, wen es interessiert. Hier sind eben, wie gesagt, oder gezeigt, diese Bänder durchgefädelt, die auf der einen Seite mit einem Gummizug versehen sind, auf der anderen Seite mit einem festen Gurtband, das eben durch diese Schnallen in der Länge verstellt werden kann. Die Schlaufe, die das Ganze oben am Harness hält, ist fest vernäht und somit ist die Tasche stabil an eurer Ausrüstung zu montieren. Auf den ersten Blick eine Tasche mit sehr vielen Bändeln. Wie gesagt, was eigentlich immer nicht unbedingt das erwünschte ist im Tech-Tauchbereich. Ich denke aber, für einfachere Tauchgänge, die mit einem Nassanzug durchgeführt werden, für Urlaubstauchgänge, bei denen man nicht auf seine gewohnte Konfiguration verzichten möchte, eine gute Tasche, um seine Ausrüstung auch vernünftig an einem Backplate verstauen zu können, wenn man eben keine Taschen am Anzug zur Verfügung hat. Einen Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Für mehr Tipps und Informationen rund ums Tauchen abonniert doch einfach unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.